Warum wollen Sie den Job wechseln? Und woran ist der letzte Job gescheitert? Und wieso haben Sie es nicht durch die Probezeit geschafft? Ich verrate euch heute, wie ihr auf diese Frage im Bewerbungsgespräch am besten antwortet. Ja, also meine Gründe sind wahrscheinlich super leicht zu verstehen. Also ich hatte am Ende des Tages viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Geld. Ja, und wirklich menschlich war der Umgang jetzt von Unternehmensseite auch nicht. Und am Ende des Tages musste ich einfach die Notbremse ziehen und habe mir gedacht, Ben, bis hierhin und nicht weiter. Okay, hier ist definitiv was schiefgelaufen. Nicht nur beim Ex-Unternehmen. Wahrscheinlich hast du mit deiner Kritik absolut recht. Dennoch ist es nicht die richtige Antwort auf die Frage nach deinem Kündigungsgrund. Mach dich als allererstes von dem Gedanken frei, dass du dich vor irgendjemandem rechtfertigen musst. Am Ende lässt dich so eine Äußerung, auch wenn sie nur ehrlich ist, in einem schlechten Licht dastehen. Personalverantwortliche schauen in deinem Lebenslauf nach, ob du aktuell in einer Festanstellung bist oder vielleicht sogar schon gekündigt hast. Warum das Ganze? Sie möchten natürlich erfahren, ob oder ab wann du zur Verfügung stehst. Sehr wichtig für den Bewerbungsprozess. Hast du gekündigt, bist du wahrscheinlich sofort verfügbar. Bist du noch angestellt, steht unter Umständen eine mehrwöchige oder vielleicht sogar mehrmonatige Kündigungsfrist bevor. Fragen könnten aufklappen wie, warum willst du denn kündigen? Beziehungsweise, warum hast du gekündigt, obwohl du noch gar keinen neuen Job hast? Gab es vielleicht Probleme oder sogar Ärger? Schauen wir uns die einzelnen Szenarien nochmal genauer an. Kündigung ohne neuen Job in Aussicht ist eher ein mutiger Schritt. Entweder stecken Gründe dahinter wie der Umzug in eine andere Stadt, vielleicht mehr Zeit verbringen mit der Familie, eine anständige Selbstständigkeit oder aber Frust und Ärger. Und sind wir mal ehrlich, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und verlässt nur ungern die Komfortzone. Da muss schon einiges passieren. Sollte letzteres der Fall sein, empfehle ich dir dringend, dies nicht zu erwähnen. Versuche stattdessen eher mit einer ruhigen und diplomatischen Antwort. Wie zum Beispiel, ja, die Entscheidung, die fiel mir echt nicht leicht, aber ich möchte mich gerne beruflich weiterentwickeln und einfach neue Herausforderungen haben. Das wollte ich nicht einfach länger vor mir herschieben und habe gekündigt, ohne etwas Neues zu haben. Ganz ehrlich, ansonsten wäre ich diesen Schritt niemals gegangen und bin jetzt einfach nur happy, dass ich es getan habe. Ich konnte mir eine kurze Orientierungsphase nehmen und weiß jetzt wirklich ganz genau, wo ich hin möchte. Mit dieser Aussage vermittelst du unterschwellig gleich drei ganz wichtige Dinge. Erstens, ich verlasse mein bisheriges Arbeitsverhältnis im Guten. Zweitens, meine Gründe sind persönlicher Natur und ich gebe niemandem die Schuld dafür. Drittens, ich bin hochmotiviert und freue mich riesig, im neuen Job durchzustarten. Außerdem umgehst du elegant eventuell Nachfragen und leitest direkt zum nächsten Thema. Deine Wünsche und Vorstellungen. Damit ist die Frage beantwortet und weiter geht's. Und noch was, du hast damit nicht gelogen. Du möchtest dich schließlich weiterentwickeln und das ist mit Frust und Ärger nicht möglich. Kündigung in der Probezeit. Wurdest du bei deinem letzten Job in der Probezeit, warum auch immer, gekündigt? Kein Beinbruch. Bewahre immer die Ruhe. Auch wenn du gefragt wirst, warum die Probezeit nicht beendet wurde. Es ist ja ganz einfach. Die Probezeit ist genau für so einen Zweck gedacht. Wenn die eine Seite merkt, oder vielleicht sogar beide Seiten, dass es einfach nicht passt, wird das Arbeitsverhältnis einfach und unkompliziert beendet. Punkt. Jetzt ist es ja folgendermaßen. Du gibst in deinem Lebenslauf ja nicht an, wer wem gekündigt hat, sondern eher der Start und das Enddatum. Alles andere muss nicht weiter erklärt werden. Du musst also gar nicht erwähnen, dass dir gekündigt wurde oder dass du gekündigt hast, wenn du das nicht möchtest. Wenn dann also die Frage kommt, warum du nur so kurz bei dem Unternehmen warst, kannst du folgendermaßen antworten. Ja, während der Probezeit hat sich einfach ganz klar herauskristallisiert, dass es einfach nicht passt. Zum Glück hat man ja eine Probezeit genau dafür. Und währenddessen habe ich genau hinterfragt, was ich eigentlich wirklich will und wo ich glaube, wo meine Stärken liegen. Und so hast du mit deiner Antwort wieder geschickt auf das nächste Thema geleitet. Du kannst dich nämlich darauf einstellen, dass du gefragt wirst, was du wirklich willst und wo deiner Meinung nach deine Stärken liegen. Du kannst auch sagen, dass du dir darüber klar geworden bist, wie für dich das perfekte Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis aussieht. Auch so greifst du einer wichtigen Frage der Personalverantwortlichen vorweg und gibst proaktiv dein Feedback. Sie wollen nämlich nichts lieber als die Bestätigung, dass deine und ihre Vorstellungen perfekt zusammenpassen. Aber wie hättest du denn reagiert? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Es besteht Kündigungswille. Du hast noch nicht gekündigt, würdest dies aber sofort tun, wenn die Zusage kommt. In dem Fall, klar, wirst du wahrscheinlich gefragt, warum der Wechselwille besteht. Hier gilt natürlich dasselbe Prinzip. Über das Unternehmen herziehen, no, ist keine Option. Um auch hier direkt den nächsten Punkt im Gespräch anzusteuern, empfehle ich Folgendes. Eine Kündigung der Mustermann GmbH wird definitiv nicht leicht für mich. Aber der Wille, sich weiterzuentwickeln, neue Herausforderungen anzunehmen,
der ist definitiv größer. Mich hat halt die Branche immer schon interessiert und ich hatte bis dato nie die Chance, eine solche Position anzunehmen. Ja, und daher hat mich die Stellenausschreibung auch sofort angesprochen. Da ich vertraglich nur an die gesetzlichen Kündigungsfristen angebunden bin, würde ich auch dementsprechend schnell zur Verfügung stehen. Hast du das gemerkt? Hier wurden in einem Satz nicht nur die drei Punkte abgehandelt, die ich eben aufgeführt habe. Gutes Bild des oder der Ex vermitteln, persönliche Gründe ohne Schuldzuweisungen angeben und deine Motivation vermitteln. Du hast auch gleichzeitig erwähnt, dass du schnell verfügbar bist. Ist ein sehr guter Schachzug. Ist die Kündigungsfrist verhältnismäßig lang? Nur nicht den Kopf hängen lassen. In dem Fall kannst du einbringen, dass du dich um eine Einigung, also Verkürzung der Frist oder einen Aufhebungsvertrag bemühen würdest, wenn du den Job bekommst. Auch das ist A, eine wichtige Information für den potenziellen neuen Arbeitgeber und B, lenkt es das Gespräch zu einem anderen Thema, damit weitere Rückfragen vermieden werden. Um zu entscheiden, wann der frühestmögliche Start im neuen Job für dich ist, solltest du nicht nur in die vertragliche Kündigungsfrist schauen, sondern solltest dir auch darüber Gedanken machen, mit wem du sprichst, wann du mit wem sprichst und wie du das Ganze angehen möchtest. Und deswegen habe ich hier ein weiteres Video für dich, was dir dabei sehr gut helfen wird. Ich drücke dir jedenfalls jetzt fest die Daumen und sage ciao und bin raus.